So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Ich sehe einfach gar nichts. Die Sonne blendet so. Da ist die Sonne. Die blendet. Jetzt, wenn mein Wasserkopf davor ist, blendet die nicht mehr. Und wir befinden uns in Birkenfeld. Wir möchten nämlich den Community Raid machen mit Sekrom. Aber guckt euch mal diesen super Baum an oder das, was davon übrig ist mit dieser Bank. Was steht denn hier drauf? Diese Bank wurde 2015 wieder errichtet, ungesponsert durch die Anwohner Thomas, Ulrich, Giesbert und Sven Oberender. Das ist sowas, das würde ich direkt als Pokestop einreichen, weil das ist ja was, was man sich mal angucken kann. Aber ja, laut der Community weiß ich ja, dass sie bei Wayfarer das immer ablehnen und sagen, sowas gibt es nur in Amerika, nicht in Deutschland, da gibt es keine Spender. Was anderes, was hier aber rumsteht, ist dieser Pumpenbrunnen, also diese Pumpe, diese alte Wasserpumpe. Danke den Spendern Rudi und Ingrid von Berg für die neu errichtete Brunnenpumpe. Birkenfeld im September 2016. Das aber nur mal so klein gezeigt von Birkenfeld. Ich habe mich nämlich auf die Lauer begeben. Seit 10 Uhr ist dieses funkelnde Fantasie-Event im laufenden Gange mit lauter Fee-Pokémon, Drachen-Pokémon. Richtig geniale Spawns, sage ich da dazu. Und wir wollen einen Community-Raid machen mit Sekrom und mit Bruder Lander. Sekrom ist das Erste, was aufgeht. Da vorne am Gemeindehaus, da muss ich gleich noch hinlaufen. Vorher möchte ich euch aber zeigen, wen wir einladen. Der Raid geht um 11 Uhr auf und 34 Sekunden. Das heißt, 10 Uhr erscheinen die neuen Eier, 11 Uhr und 34 Sekunden muss der Neue sein, muss Sekrom sein. Deswegen sind wir jetzt hier. Ich habe ein paar Konda-Übersichten gepostet in den Community-Tab. Die sind halt alle nicht so schön, wie ich finde. Aber da sieht man ganz deutlich, am besten nehmt ihr Drachen. Drache, 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 Drache. Ihr könnt auch vielleicht, wenn ihr einen Kyurem habt mit der Attacke, mit der neuen Eisattacke, das nehmen. Ansonsten seht ihr hier auch wieder Drachen. Ihr seht hier Drachen. Ihr seht überall Drachen oder Eis und Boden und so Zeug. Also ich werde einfach mit dem kämpfen, was es mir vorgibt. Der 100er Wert 2307, wie eben letztens auch bei Regiram 2307 ist immer noch geblieben. Könnt ihr euch mal angucken. Es wird später sicherlich eine deutsche Grafik geben, die viel besser aussieht, aber die sind halt immer nicht pünktlich, während die anderen hässlichen, die sind alle pünktlich, dafür sind sie auch hässlich. Wer macht jetzt mit? 11 Uhr, Gemeindehaus, Community Raid. Ich drücke mal hier drauf und lese euch vor, wen wir einladen. Wir haben Genaya, wir haben Henry Nicky, wir haben Pogehanda, Bizza, Andy Project, das sind 5 auf dem einen und dann Ivar Schaf, 1807 Prinzessin, Mystical Black, Exeni und Borki, das sind 5 auf dem anderen. Der Rest ist zu spät, der Rest hat es nicht geschafft. Wir gehen also zurück in die App, es sind noch 6 Minuten, 5 Minuten, dann laden wir ein. Das hier, was jetzt vor mir steht, ist das Gemeindehaus mit Kirchturm. Das seht ihr hier, war eben auch gerade die Post. Hier hat die Post gerade ihr Zeugs eingeworfen. Ihren Sack hat sie da reingeschmissen oder mit dem Sack das abgeholt. Da oben ist eine Uhr, das ist das Gemeindezentrum, das Gemeindehaus, das ist die Arena. Und hier steht auch noch ein Weihnachtsbaum. Ich bastel mich jetzt irgendwo hierher, dann melden wir uns gleich zurück, wenn wir einladen. So, noch 30 Sekunden auf der Uhr. Da hinten ist die Hauptstraße, da kommen sie alle mal vom Kaufland angebreddert. Eben hat schon eine angehalten und gefragt, was das ist, ob ich hier einen Blitzer aufbaue. Habe ich gesagt, nein, ich filme nur ein Video. Aber sehr interessant, noch 18 Sekunden. Hier sitzen auch lauter Dratinis um die Arena rum. Hätte ja sein können, dass da ein Shiny dabei ist. Habe ich mir angeguckt, ist keins dabei. Und wie immer sage ich euch, wenn ihr mal nicht wisst, welche Boni gerade aktiv sind oder was für ein Event läuft, geht auf das Fernglas, dann kommt ihr hier hin, wo eure Feldforschungen stehen, eure Spezialforschungen. Aber im Heute-Tab ist das interessante Zeugs gelistet. Funkelnde Fantasie, Event-Feldforschung, zweimal EP für das Fangen von Pokémon mit guten, großartigen, fabelhaften Würfen, zusätzliche Bonbons auch dabei, erhöhte Chance auf XL, Event-Raid-Bosse, Event Begegnung in Go-Schnappschüssen. Und das Event geht noch 6 Tage und 10 Stunden. Da ist also wirklich alles dabei, was man braucht. Jetzt ist hier Sekrom drin und den wollen wir jetzt raiden. Das heißt, ich mache mal hier trotzdem eine private Lobby kurz auf.
zum Einladen mit Fett, Gelb, Maus. Ich hoffe, das hat das Zeug noch in den Zwischendings gespeichert hier. Jenna, Henry, Andy, Pokehanda, Bitza plus Prinzessin, Hannes, Borgi, Mystical, Black und Exenie. Ich weiß nicht, wieso der Exenie, ich glaube es ist der Exenie, vielleicht war es auch, naja, es müsste der Exenie sein. Tipp, Exenie. Wenn du weißt, du machst an dem Tag eh noch Raids oder hast vor, beim Community Raid mitzumachen oder hast vor, in der Raid-Gruppe dann später bei einem Raid mitzumachen, wo ich sowieso noch mein Raid poste, du bist ja eigentlich fast täglich dabei bei den Raids, dann brauchst du nicht unbedingt frühs um 6 nach dem Aufstehen direkt das Geschenk öffnen, was du hast, für eine Interaktion, weil wir interagieren ja eh durch den Raid. Das heißt, du könntest dieses Geschenk, was du bei mir öffnest, ja eher nutzen und bei einem anderen öffnen, mit dem du nicht interagiert hast, um mit dem weiterzukommen. Außer du hast nur 20 Freunde, dann ist es egal, dann kannst du wahrscheinlich alle öffnen, wie du willst. Ist nur mein Tipp, ich warte immer mit dem Öffnen der Geschenke, bis ich weiß, dass keine weiteren Interaktionen mehr kommen. Ich weiß ja auch nie, bevor ich einen Raid mache, wer beim Raid dabei ist. Und deswegen erst nachdem der Community Raid war oder nachdem ich meinen täglichen Raid Pass gespielt habe, sehe ich, wer sich eingetragen hat, wer mitgemacht hat und mit wem ich interagiert habe. Und dann kann ich bei Leuten in der Liste, mit denen ich noch nicht interagiert habe, öffnen. Macht aber irgendwie nicht jeder so, obwohl das ja eigentlich logisch ist. So, was haben wir jetzt hier drin? 15 Leute, hier wird mit Bruder Landa, Dialga, God of War, Rayquaza gekämpft. Latios oder As, Os. Latte ist vorne drin. Hier haben wir Knackrack, Bruder Landa, Dragoran, Simsala, Marmudel, Rayquaza. Lasse ich jetzt einfach so. 15 Leute. Normalerweise sind wir 2 plus 10, also 12. Das heißt, wir haben drei Supporter in der Arena, in der Lobby. Wir hauen jetzt einfach drauf, wir hauen ihn weg. Der dürfte jetzt nicht so brutal sein. Aber wir haben natürlich wieder das Problem, dass, wenn er mit Drachenmoves angreift und ihr Drachen nehmt, ihr seid effektiv gegen ihn, er ist effektiv gegen euch. Das heißt, euer Team wird wahrscheinlich oft sterben, schnell sterben, aber halt auch am meisten Schaden mitmachen. Wenn ihr genügend Leute seid, dürfte das kein Problem sein. Fragt mich nicht nach empfohlener Gruppengröße. Ich raide immer mit 10 bis 12 Leuten, je nachdem. Denn ich nutze die Raid-Gruppe. Ich poste einen Raid in die Raid-Gruppe. Mach mit 2 Accounts den Raid, kann 10 Leute einladen, wenn sich jemand eintragt. Aber wenn ihr einen Account habt und in die Raid-Gruppe postet, plus 5 Leute, die ihr einladet, solltet ihr zu 6 auch kein Problem haben. Auch wenn jetzt mal ein Kleiner dabei ist. Ja, sagen wir es mal so, wenn ein Kleiner dabei ist. So, wenn ich weiß, wo die Raid-Gruppe ist, Link in der Beschreibung, unter dem Video in der Beschreibung mehr ansehen. Zack, dann öffnet sich das. Da seht ihr alle Links zu sozialen Medien und zu anderem Zeug. Da ist die Raid-Gruppe, da ist der Fan-Chat. Also wenn ihr da Fragen habt oder eine Gruppe sucht, mit der ihr labern könnt, die euch Wissen vermittelt, wenn ihr neu seid oder wenn ihr halt Hilfe bei den Raids sucht. 27, 87 habe ich auf dem Kleinen und 28... auf dem Großen ist mit Wetterboost. Wir gucken gleich mal, wie der sich fangen lässt. Ich werde noch nicht den Kreis einstellen, das mache ich beim Werfen. Kreis dürfte jetzt passen. Der hat er dann angegriffen, der Kreis hat sich nicht mehr verstellt. Und jetzt Geduld haben. So, jetzt curven. Immer, wenn er fertig ist mit dem Angriff, muss der Ball landen. Dann kann er den gar nicht abwehren. Dann kann es nur noch sein, dass ihr daneben werft oder irgendeinen anderen Fehler macht, aber wenn ihr nicht so viele Bälle habt, ist das immer wichtig, dass ihr eigentlich in einen möglichst kleinen Kreis trefft und jeden Ball trefft. Deswegen versuche ich, den immer einzustellen und dann Spaß damit zu haben. Wie beim Dratini, wenn ich sage, okay, ich stelle meinen Kreis ein, das ist relativ klein, dann warte ich, bis der angreift. Ich weiß nur nicht, wie beim Dratini der Kreis aussieht. Also werfen wir einfach so drauf und haben daneben geworfen. Bester Vorführeffekt. Habt ihr jetzt einen Shiny bekommen? Aus dem Raid vielleicht, dann schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr einen 100er bekommen? Habt ihr schon einen 100er? Habt ihr schon einen Shiny? Schreibt es mal rein. Ich kann euch kurz zeigen, was meine Ziele sind bei Zekrom.
Ich habe keine Ziele, denn ich habe mein 100%iges auf Level 50. Mit dem bin ich eigentlich durch. Hab nur 29 XL. Wenn ich morgen in der Raid Mania einen 100er kriege, würde ich vielleicht versuchen, ein zweites hochzuziehen, damit ich bei dem zweiten das für Maxout Monday pushen kann, plus die neue Attacke draufgeben. Beziehungsweise, wenn jetzt ein 100er kommt, hat es ja schon die neue Attacke. Ansonsten würde ich, wenn ich keinen 100er kriege, während der Zeit, wo das da ist, nur mit dem täglichen Pass, bei diesem alten Sekrom dann mit einer Top-Lade-DM den neuen Move drauf machen, denke ich mal. Obwohl, ich glaube, Stromstoß ist vielleicht ist Stromstoß sogar besser. 2 geteilt 90, ich glaube, Stromstoß ist ganz gut. Was sagt ihr dazu? Schreibt mal eure Meinung rein. Was ist besser, die neue Attacke oder Stromstoß? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.